So, hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Sisra aus dem Fußballmanager 23. Wir stehen heute vor unserem ersten Ligaspiel gegen Newcastle United. Und wir legen los. Ohne groß rumzulabern. Jetzt bin ich gespannt, wie das gegen einen stärkeren Gegner diese Taktik tatsächlich funktioniert. Da bin ich mal gespannt. Na, dann hättest du die höchsten Spielerabwehr auf dem Feld. Herrlich. Sehr schön. Mal gucken. Da bin ich gespannt, wie wir jetzt dastehen tatsächlich. Und ob wir sogar vielleicht tatsächlich Mittelfeld mitspielen können, vielleicht sogar auf höheren Plätzen. Snyder war bereits viermal Meister, okay. Das sind manchmal ganz interessante Informationen tatsächlich, die man hier unten kriegt. Manchmal ist es halt wirklich irrelevant oder unsinnig. Hä? Ich wollte gerade sagen, was war das jetzt hier für eine Musik? Hast du jetzt gehört? So krass. Aber kein Problem, finden da was. Langer Ball, versuchen es, aber abseits. Achso, das muss ich nochmal einstellen hier. Ich will jetzt nicht unbedingt die Wiederholung auf Zwischensequenzen nicht sehen. Ah, sehr schön von Kindern da was. Und wieder dieser jeder hier gegen Juriton. Ja, schön abgefangen. Na, oh, bleibt da hängen. Richards, Mut. Boah, stark von Danilo. Und da macht den rein. Okay, sehr, sehr stark. Also Dribbler zentral, sehr gute Geschichte. Gut zu wissen. Muss ich mir mal merken für die andere 4-3-3-Taktik tatsächlich, das kann sehr interessant sein. Ja, bin nicht ganz so der, aber das helfen sie sich schön gegenseitig. Ja, schöner Versuch. Wir halten gut mit gegen Newcastle. Das ist ganz gut. Gefällt mir. Die Taktik funktioniert. Abseits. Sehr schön, Navas. Wir haben natürlich auch im Keller Navas da hinten schon echt einen Torwart auch drin. Also. Boah. Und stark, stark, stark vom Innenverteidiger. Sehr, sehr stark. Nino. Na, versucht, bleibt da hängen. Williams tut sich da schwer, aber dreht den Gegner gut. Ja, sehr stark von Philippe. Sehr, sehr stark. Und das muss er lang spielen. Also der Ball kommt ja erstmal bei uns ein bisschen raus. Ah, sehr schön. Der Freistoß raus, sehr stark. Defensiv funktioniert das ganz gut. Das ist jetzt auch klar, es ist keine offensiv absolut brutale Taktik. Lingard kann sich halt überhaupt noch nicht zeigen. Ja, okay, diese langen Bälle, die will ich eigentlich nicht unbedingt haben, dass sie es spielen. Das ist halt nervig. Sam Maxim, der macht wahnsinnig viel, aber kommt halt nichts bei raus zum Glück. Sehr stark wieder von Rentsch. Der ist richtig stark heute dabei. Aure. Stimmung könnte sich heute noch nicht zeigen, richtig tatsächlich, weil so die Bälle halt dort verschenkt werden. Das ist natürlich ungünstig. Na, ah, Fehler von Danilo. Das darf nicht passieren dort. Man darf halt uns noch nicht verlieren. Aber wir führen jetzt 0. Ja, komplett vorne, ne? Die können sich überhaupt nicht zeigen. Die kriegen keinen Ball auf den Boden. Das ist halt schon schwierig. Ja.
Aber die Defensive macht einen guten Job. Aber unsere Offensive kriegt natürlich aktuell natürlich keinen Ball auf uns. Klar, wenn die dort, ja, wenn die Pässe so nicht ankommen, ist das klar. Schlecht, Vorteil, ja. Dann gibt es noch den Freistoß. Ist mir lieber, als wenn der dort weiter durchläuft. Das wird mal sehen. Ja. Da müsste mal ran, das ist der Ausgleich. Ja, das war jetzt schlecht verteidigt. Das war einfach schlecht verteidigt. Das kannst du nicht ändern. Das ist. Gut. Ja, kommt da nicht durch. Williams. Ah, so richtig Zugriff vorne kriegen wir nicht. Aber ich glaube, wir könnten wahrscheinlich mal ein bisschen riskanter fast spielen. Ore. Das klappt vorne überhaupt nicht. Da müssen wir mal wechseln. Das klappt nicht. Lingard ist komplett out heute. Der kriegt es nicht rein. Wood geht runter. Ja. Nico Williams heute mit leider keiner guten Leistung. Das ist halt schwierig. Sehr gut. Sehr gut. Traore. Ja, bleibt da hängen und Freistoß. Achso, das wollte ich noch einstellen. Das habe ich vergessen. Müssen wir nochmal machen. Ah, es war nicht gut. Zu langsam, eindeutig. Und der ist stupide zu langsam dort. Sehr gut. Williams. Ja, dann kriegt er den Ball aber nicht kontrolliert. Oh. Das ist halt witzig, weil eigentlich unser Verteidiger davor steht. Das ist halt. Ja, sehr gut. Wir kommen mal nach vorne. Ja, das ist aber zumindest Freistoß. Das war gar nichts. Och, Williams wieder mit keiner guten Leistung dort. Das ist, der tut sich schwer auf rechts. Also Rechtsverteidiger sehe ich irgendwie potenziell vielleicht noch einen. Ja, Philippe leider auch mit keiner so guten Leistung. Guck Niakati noch mal rein. Da wechseln wir noch mal durch. Ein paar Minuten, das ist nicht mehr viel, aber vielleicht. Traoré, sehr gut geholt. Wald bleibt dort einfach wieder hängen mit dem Pass. Nervig. Ja. Wieder diese unnötig langen Bälle, das geht mir auf den Keks. Die sollen die eigentlich nicht spielen. Ja, wieder gestoppt. Na, die kommen doch nicht durch. Das ist. Das sind natürlich schon starker Gegner mit Newcastle, das ist klar. Ja, komm, und das ist rot eigentlich auch. Was zum. Komm, keiner mit. Latte! Und das ist das 2 zu 1. Und das ist traurig. Da ist er einfach mal da. Und jetzt kommt 5 ab. Komm, verteidige das Ding. Komm. Glück gehabt nochmal. Und wieder ist unserer da vorne, der kriegt auch den Ball nicht. Das ist total komisch. Und wir gewinnen das erste Spiel. Die Taktik funktioniert, Freunde. Wir gewinnen gegen Newcastle. Sehr stark. Wir gewinnen gegen Newcastle. Die Taktik funktioniert. Und ich lasse es auch jetzt so eingestellt. Das sieht ganz gut aus. Gefällt mir ganz gut. Fürs Wood keine gute Leistung. Aber Scarpa und Davioni mit. Das hat gepasst. Und die beiden lasse ich jetzt nebeneinander spielen tatsächlich. Jesse Lingard konnte leider gar nichts sagen. Scarpa war ein bisschen besser. Das ist gut. Die ersten 3 Punkte haben wir geholt. Sehr schön. Wunderbar. Das Gratulation von Manchester United aktuell. Liverpool 5 zu 0 gegen Fulham, okay. Okay, das ist egal. Ach, geh mal weg hier. Am Juni, okay, Warnprellung, klar, das ist kein Problem. Jetzt kommt West Ham. Was ich so ein bisschen sehe, ist Rechtsverteidiger. Richtig schnellen Rechtsverteidiger. Die sind zu langsam, das ist das Problem. Sind konstant. Die rechte Seite war ein ganz großes Problem. Ich
Da schaue ich mal rein. Von Eiweg. Aber der muss echt schnell sein. Okay, der ist nicht so langsam. Das geht. Das ist ein Dribbler allerdings. Das Problem ist, die sind stupide zu langsam, fällt es in der Brandung. Der ist so beste Ding, jetzt hätte ich ganz gerne. Ich hätte gerne bitte beste Position. Ein Ewig ist recht schnell, das ist nicht schlecht. Aber das ist das Problem bei unseren Rechtsverteidigern, die sind schlichtweg zu langsam. Was denn, Jung? 7,3 ist agil. Weil das hat man gesehen, die haben dort richtig Probleme. Also rechte Seite war wirklich ein Problem. Die waren da beide nicht allzu gut. 82 ist ein Dribbler. 30. Ja gut, das macht keinen Sinn. Das ist halt keine Verbesserung. 83 Gonzales. Ja, das ist schwierig, hier was zu finden. Ole Aina ist ein Dribbler. Die sind meistens dann tatsächlich schnell. Na? Hält die Linie rechts Felix Agu. Ist aber defensiv nicht so stark tatsächlich. Seine Grätsche ist halt. Das ist schwierig. No. Tolian. Tolian ist aber defensiv so schlecht. Ist halt eher offensiver, ne? Das ist aber sinnlos. Ist ein Dribbler, ne? Miller von Eiweg. Der auch defensiv halbwegs okay ist. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber die rechte Seite war definitiv ein Problem, das habe ich schon gesehen. Also was richtig Gutes kriegen wir auch nicht tatsächlich. Nico Williams hat, okay, der hat 81 Antritt, aber nur 79 Schnelligkeit. Das ist halt zu wenig, ne? Der muss schneller werden. Das ist zu langsam. Der Stich zu langsam. Die halten die Linie rechts. Das Problem ist, es sind keine Defensiven. Das ist halt der Punkt. Ja, aber Richards, na, das 83-82 ist auch ein Dribbler. Aber der hat, glaube ich, ganz gute Leistung, oder? War, glaube ich, beides mal, ja, okay, gegen Newcastle auch nur 3,5, ne? Aber es sind eigentlich keine defensiven Leute, das ist halt das Problem, ne? Das heißt, Aurier ist halt auch nicht wirklich schnell. Der ist auch nur 73, der ist eigentlich, ja, ist fleißig, aber ist halt auch einfach zu langsam. Das ist das Problem. Ja, gibt's Wipe, war also jetzt nicht gut, dass ich die Leistung tatsächlich auch. Kann sein, dass wir dort einen anderen Typ brauchen, das weiß ich jetzt nicht genau. Traurig. Ja, okay. Ich hatte mal, dass der, ne, will ich mal ein bisschen adressieren, sehen möchte, spielen Chris Wood. Toll, das war eher. Dann hat Meister werden. Okay, komm und übertreib's nicht. Ach Mann, übertreib's doch nicht. Der will Meister werden. Ja, nein. Okay, den können wir noch mal was sagen, zumindest mal. Okay, doch, dann kann ich auch was sagen, dem Nodi. Mein Mensch eben tatsächlich mal gute Leistung, das ist ganz gut. Ich lasse die auch so. Leider ist der müde, das ist ein bisschen blöd. Kouyaté ist halt auch nicht mehr ganz frisch. Kommt jetzt mal voll ran. Niakate, die kriegen mal eine Pause, da rotieren wir mal ein bisschen. Ach so, beziehungsweise wir haben ja Montag, das ist auch ein Blödsinn. Völliger Blödsinn, muss ich auch machen. Na egal. Na dann mal. Was ist wohl das? Cameron Crowd 15 in der Spitze. Nichts Sinnvolles. Aber das erste Spiel haben wir gewonnen, das ist klasse.
Aber ich lasse es tatsächlich so. Ja, die lasse ich mal tatsächlich jetzt. Dann lasse ich den ganz spielen. Ja, okay, das lassen wir so, das ist gut. Kann man natürlich noch das andere Gespräch führen, ne? Skapa. Mensch. Sehr schön. So, haben wir das. Gucken wir uns die Scouting noch mal an. Genau, da was. Wenn die schon sich freuen, beobachten wir die Großstiften wir mal. Bolzplatz. Und das machen wir auch. Wunderbar. Avioni, achso, wollte ich ja mit Traoré zusammen spielen lassen. Der Avioni, genau, Sergio. Ich lasse nochmal Nico Williams. Na, genau, Ryan Yates. Und dann lasse ich Ryan Yates mal spielen, genau. Das machen wir so. Das sieht gut aus. Renato Di ist auch sehr schnell. Der kann auch rechts, ist der aber nicht eingespielt. Das ist ein Problem. Der ist aber auch nicht so schlecht, tatsächlich. Renato Di. Vielleicht auch mal Richards. Wäre der Rechtsverteidiger, wäre ich zufrieden. Fast sogar glücklich. Dann kommt das nächste Spiel. West Ham. Danach kommt dann bald schon Tottenham und Man City. Da bin ich dann gespannt tatsächlich. Gegen Tottenham und gegen Man City wird es eigentlich richtig interessant. Kämpfe mir den Ball, Leute. West Ham mit keinem guten Start. Vielleicht können wir den Start noch weiter vermiesen. Mal gucken. Ich hoffe es, dass unser Start noch besser wird nach dem ersten Sieg. Mal wie gesagt, nur 2-1. Das ist halt eine offensiv-brachiale Geschichte. Ne? Das ist eine relativ kontrollierte, Entschuldigung, kontrollierte Formation. Oh, Entschuldigung. Wycombe Wanderers. Okay, warum auch immer diese Formation kommt. Macht gar keinen Sinn. Völlig irrelevante Informationen, Millwall. Ach so, ich muss doch diese Einlaufmusik mal rausnehmen, okay? Danilo? Aurel bleibt da gleich hängen. Ja, gut gedoppelt, aber da kommt gleich Lingard durch. Genau so hat das auszusehen. So muss es offensiv aussehen, dass er den Ball ein bisschen verteidigt. Da kommt Jesse Lingard. Stark, aber leider abseits. Danilo hinterher. Sehr schön rausgeholt. Ja, erstmal weg damit, genau. Jetzt kontrollieren. Sehr schön. Traoré. Ja, völlig unnützes Foulspiel. Das war mal völlig sinnlos. Danilo. Linger mit schönem Pass. Der Verteidiger noch leider noch dazwischen. Ja, schön. Genau in die Schnittstelle. Das ist Mist, wenn das dann kein Abseits. Ob das nicht funktioniert. Unnützer Foul. Okay. Das. Danilo mal runter. Es kann sein, dass ich noch mal eher im Zentralmittelfeld nachlege. Ich mal gucken. Da kommt er durch, aber Gibbs White mit einem richtig schlecht. Das ist das 2-0. Sehr schön. Yates, ich denke, boah, die funktioniert durchaus auch offensiv, die Geschichte. Das ist gar nicht schlecht. Sehr schön geholt. Lingard weiter mit hinten. Ich muss bei Lingard, glaube ich, den Laufweg ein bisschen verändern, dass der ein bisschen weiter mit vorne bleibt, eher. Boah, traurig stark. Und den muss er jetzt reinmachen. Den musst du reinmachen, Junge.
Das muss das 3 zu 0 sein. Das war voll stark. Und dann der Abschluss, der war nix. Mitch hat sich auch sehr, sehr stark dort. Ach, was ein mieser Pass. Aber war anscheinend eh abseits, obwohl es gar nicht dann raus hat tatsächlich. War es ganz täuschen. Oh, okay. Also ich sehe ganz klar die Rechte des Verteidigers. Das ist gar nichts. Also die rechte Seite ist ein riesiges Problem. Da lasse ich gleich Aurea spielen. Die sind beide nicht gut. Das ist leider überhaupt nichts da vorne. Williams wieder mit Problemen. Uiuiui, den nehme ich gleich zur Hälfte zur Pause runter. Williams heißt dort, also wir müssen Rechtsverteidiger und ich finde nur leider keinen. Da ist die ganz große Schwäche, die ich sehe, leider. Die wird sonst ein Riesenproblem dauerhaft. Also die rechte Seite dort ist in der Defensive. Wow. Da muss ich mal gucken, das muss ich mir angucken. Ja, oh, Elfmeter. Nice. Und drin das Ding. 3-0. Ja, wie kriegt er den nicht hin im Zweikampf? Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur schlecht. Der geht gleich runter. Das ist einfach nur schlecht. Und das ist kein überragender Gegner, aber das ist einfach schlecht von Williams. Wieder überrannt. Guckt dir das an. Und es gibt zum Glück kein Gegentor, weil Keller Navas einfach zu gut ist. Der geht jetzt runter. Den nehme ich jetzt runter. Das ist richtig mies. Und das ist das 4 zu 0 Traoré. Sehr schön gemacht. Herrlich. Funktioniert sogar offensiv. Aber ich sehe, wo das größte Schwäche ist. Und das ist tatsächlich gar nicht Felipe. Was? Der kriegt eine 2,5? Der Nico Williams. Der Nico Williams, der 2,5, der verliert. Was? Nein. Was? Der spielt doch komplett mies. Was ist das bitte? Okay, das macht gar keinen Sinn. Das Bewertungssystem ist, glaube ich, auch fehlerhaft teilweise. Felipe mit eigentlich keiner so guten Leistung, aber so schlecht ist er auch nicht. Ist White. Gut, Richards. White bleibt da konstant hängen. Der würde irgendwie vorbei, aber bleibt konstant hängen. Kommt halt durch die Zweikämpfe nicht durch. Das ist das Problem. Ja, abseits. Ja, das war deutlich. Der Ball ist mal sinnlos, aber ich will 4-0, da kannst du es mal machen. Inga hat. Ja, gefoult. Auch hier natürlich viel zu weit vorne. Ja, da muss ich gleich mal gucken. Boah, die rechte Seite, die ist das Riesenproblem hier. Lingard. Lingard, das muss er machen, aber er holt einen Elfmeter raus. Das ist das 5 zu 0. Ja, KT. Traoré 6 zu 0. Okay. Das ist eine ziemliche Zerstörung. Die funktioniert durchaus auch offensiv. Wenn du da vorne mal reinkommst. Also die 65 sind sehr, sehr gut. Das funktioniert. Ah, links. Jetzt damit keiner so gut leistet, aber holt er schön raus. Ingard. Ja, dort darf man was halten. Der Rückwirker teilt jetzt nicht weit genug mit auf. Das ist genau das so ein bisschen der Punkt an der Stelle. Der Linker da nicht mit weiter nach vorne. Na, schön. Hast ein Tor nach einer Flanke, das ist eine Seltenheit. Eine große Seltenheit tatsächlich. Na, dumme Fehlpässe. Sehr schön gut, geht's weit. Lingard. Weil Lingard jetzt eigentlich zu weit hinten ist. Was ich jetzt bei Lingard machen werde, ist, ich ändere den Laufweg ein bisschen. Der ist mir konstant ein bisschen zu weit hinten. Yates. Schön gemacht. Weil er mir konstant ein bisschen zu weit nach hinten mitgeht. Er soll nicht ganz so weit nach hinten gehen. Das ist nicht seine Aufgabe. Gut.
Absatz funktioniert mal sehr schön. Jetzt White. Ah. Das war einfach nur schlecht. Das hätte auch so durchkommen. Schönes Zweispiel. Sehr schön rausgespielt. Und den muss er machen, aber schön pariert. Den muss er machen, dass jetzt 7 zu 0 sein müssen. Ah, unnötiges Foulspiel von Jakate mit der gelben Karte. Komplett unnötige gelbe Karte. Kommen sie gerade noch mal nach vorne. Ah, keine Abwehren. Lingard. Lingard. Und das ist das 7 zu 0. 7 zu 0, Leute. Ha, krass. Sehr stark. Okay, das ist eine geile Taktik, die funktioniert. Gibt's noch das 8 zu 0? Es gibt noch das 8 zu 0. Es ist eine Minute Nachspielzeit. 8 zu 0, das ist brutal. Okay, die Taktik ist echt gut. Ich muss sagen, ich glaube, hier haben wir eine richtig gute Taktik erwischt. Also die muss ich auch nochmal separat Video auf jeden Fall vorstellen. Das ist richtig, richtig gut. Holy crap. Richtig gut. Aurea mit einem 3-0. Also der war, glaube ich, besser als Williams. 4 Tore von Traoré. Lass sie der Traoré. Traumhafter Transfer. Ich würde mal sagen. Nein, was? Was haben wir in City veranstaltet? Okay, gewonnen auf 6 zu 0. Ja, haben wir ja gewonnen. Heftig. Okay, heftig. Die Taktik ist heftig. Holy. Komm schon. Die Taktik ist heftig. Wie gesagt, ich sehe tatsächlich die Schwäche. Kauf gleich das nächste Häuschen. Ich sehe die größte Schwäche auf der rechten Seite tatsächlich. So, was ich jetzt machen möchte. Laufwege, der hat ein bisschen, wobei der hat gar nicht so weit einen Laufweg nach hinten eigentlich. Der Lingard, der ist eigentlich, aber das verkürze ich dem nochmal ein bisschen tatsächlich. Die sollen nicht so weit nach vorne. Die nehme ich jetzt raus. Ach so, deshalb. Weil Williams hat den längeren Laufweg, das habe ich gar nicht gesehen, warum auch immer. Laufwege von den. Nein, 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 Raute, das will ich nicht überschreiben, gar keinen Fall. Sehr schön, dann machen wir das nämlich so, das ist gut. Perfekt, das ist gut, dann sollten wir das behoben haben. Das war jetzt das Problem wahrscheinlich auf der rechten Seite, ist der Laufweg unnötig zu lang war. Die dürfen keine langen Laufwege haben, das ist keine gute Idee. Nein. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Aber ich sehe jetzt nicht, dass wir dann noch irgendwas holen. Eigentlich bin ich mit der Mannschaft zufrieden, ne? Wieder Mensch mal für Philippe. Und ich lasse Aurea jetzt spielen für Williams, weil der einfach müde ist. Der Rest bleibt so. Wir uns erstmal ganz kurz das Merchandising an. Was haben wir denn hier Interessantes? Mauspad, Kugelschreiber, gar nichts, oder? Ach ja, Aufnäher. Okay, ja, Aufnäher, klar. Das muss rein. Das ist Standard, das sollte rein. Verträgen müssen wir mal gucken. Kellner, was läuft aus? Gut, das ist nicht so schlimm. Sergio hier weiß ich noch nicht. Jesse Lingard würde ich auf jeden Fall verlängern, das ist klar. Dann ziehen wir als erstes mal die Option für Lingard. Ludi weiß ich nicht, Chris Wood, das ist klar. Auch hier müssen wir, das müssen wir mal gucken. Aber es sieht gut aus. Sehr schön. Auch das sieht ganz gut aus. 200 Gespräche ist es wichtig. Na, ich kann ihm aber auch nichts sagen, das geht mir auf die Nerven. Ja, na, wir Stammspieler sein, das wird nicht so ganz funktionieren. Wir haben aber nicht so viele Zähne. Jetzt ganz gut. Ibori hat gut trainiert. Mensch. Aber
Xilinga und Krignob. Traurig, Krignob. Auch hier kriegt auch nochmal was gesagt. Sehr schön, wir machen hier weiter. Ach, sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Wir gucken nochmal ins Scouting rein ganz kurz. Mal Bolzerschiff, das muss man nicht jede Woche machen, aber nutzt uns einen Wein, Kenner Navas. Der ist nur um einen Wein und irgendwas anderes machen, der Kenner Navas. Der macht nichts anderes, aber jetzt kommt das nächste Spiel gegen Erwarten. Ich denke, wir machen so pro Folge 3, vielleicht 4 Spiele, mal gucken. Achso, ah, verdammt. Ich muss nämlich mal diese Musik am Anfang ausschalten, nicht, dass mich der YouTube dann mir Probleme macht. Ich hoffe es nicht. Aber wir sind Zweiter. 8:0, das war krass. Das war krass, also die funktioniert recht gut. Ich glaube, ich habe die auch gut eingestellt. Das sieht sehr, sehr gut aus, würde ich sagen. Wie gesagt, Everton sollte besiegbar sein. Vielleicht können wir tatsächlich sogar um die Meisterschaft mitkämpfen. Mal gucken. Sieben aktuelle Nationalspieler unter Vertrag. Okay, krass. Das ist ordentlich. Das sind doch einige. Na komm. Ach, diese Ladezeiten. Levin ist verletzt. Neunmal Meister. Okay, das wusste ich auch nicht. Er wird neunmal Meister war. Kann man sich mal merken. Das zweite Spiel nicht mehr verloren. Das ist nämlich, glaube ich, ein Auflauf, das muss ich gleich mal gucken. Pickford. Oh, die haben Pickford. Bei Everton. Das wird nicht leicht zu schlagen sein. Pickford ist nicht so ganz leicht zu schlagen. Das ist tatsächlich ein guter Torhüter. Yates schön geholt. Auré. Ja, bleibt da hängen. Versucht er jetzt Dribbling zu kommen, aber bleibt da hängen. Schön gemacht von Richards. Sehr gut. Okay, so nicht. Lingard. Ja, kriegt er nicht kontrolliert, aber der passt nicht genau genug. Jetzt aber nicht gegen Pickford. So kriegst du Pickford dann nicht geschlagen. Das habe ich vergessen wieder mit Vordermeister Pickford. Sehr schön, sehr schön. Und das funktioniert. Es ist Lingard nämlich ein Stück weiter vorne. Und das ist auch ganz gut. Danilo, ja, da musst du abgeben. Da darfst du noch nicht in den Gegner reinlaufen. Aber stark. Das war aber Freistoß. Das. Klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Das hätte Freistoß geben müssen. Stark. Kenan Navas. Boah. Schlecht von Aurier. Und da musste ich mir vorbewegen. Das ist halt einfach schlecht. Das sind einfach nicht gut genug in Zweikämpfen, das ist halt das Problem. Das darf nicht passieren. Ja. Netter Versuch, aber unnötig. Na, Traoré bleibt hängen. Es ist bisher relativ wenig nach vorne, aber die stehen halt auch kompakt. Natürlich, solche Fehlpässe sind natürlich sinnlos. Ne? Aurier, ja. Kann er ablaufen, das war besser. Sehr gut. Yates. Okay, das sieht ganz gut aus. Ja, und da muss Yates leider auch mit dem Foul ran. Das war sehr, sehr unglücklich. Nicht gut gemacht. Ja, Everton ist schon ein bisschen anderes Kaliber jetzt. Richards, schön und ja, knapp. Aber das ist ein Pickford. So leicht kriegst du Pickford dann noch nicht geschlagen. Aber wir haben den Druck auch nach vorne. Wir kriegen den Druck auch nach vorne. Aus einer schönen, halbwegs stabilen Verteidigung heraus. Sehr schön.
Das war stark. Einfach nur stark von Navas. Bisher 0 zu 0. Vorne läuft nicht so viel. Ich würde jetzt runternehmen tatsächlich. Gibt's White? Geh jetzt mal auf die intensive Ansprache. Wir wollen das hier gewinnen natürlich. Und die haben natürlich, wie heißt der? Jordan, glaube ich, genau, oder? Jordan Pickford. Und der ist wirklich nicht leicht zu schlagen, das ist klar. Ja, vor allem die steht doch recht kompakt hier, nämlich auch relativ tief und recht kompakt auch. Ja, schlecht von Danilo. Das ist einfach schlecht. Vertändeln die sich in irgendwelchen Zweikämpfen? Ah. Sehr gut geholt dort, aber leider mit dem Pass! Und das ist das 1 zu 0. Aus absolut krassen Distanzschuss. Ja, gut. Ja, kannst du wenig machen, ne? Oder na? Boah. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Sache. Wir gehen ein bisschen mehr Risiko. Wir gehen jetzt auf 75% riskant. Wir können jetzt ein bisschen mehr Risiko gehen. Und tatsächlich kommt jetzt Scarpa rein und es kommt jetzt Chris Wood rein. Und Kruijate kommt rein. Da müssen wir jetzt ein bisschen reagieren hier langsam mal. Job. Wie gesagt, Pickford ist halt nicht leicht zu schlagen. Das ist ein guter, wirklich guter Durch, oder? Ja, doch, wirklich guter Keeper. Ja. Mikulenko und auch er darf natürlich so den Ball auch nicht verlieren. Das ist einfach schlecht. Ja, komm. Wieder fast ein fertiges Tor hier. Lingard. Boah, die kommen jetzt. Warten aber. Ah. Ja, unnötig. Es ist halt einfach unnötige Fouls. Sehr gut. Junge, wo spielt der hin? Genau in den Mann. Das ist einfach gar nichts. Gut. Und der kommt natürlich da nicht durch. Diese viel zu weit hinten jetzt gerade tatsächlich. Das ist nervig. Wir haben absolut gar keinen Zugriff auf das Spiel. Traoré. Auf Freistoß. Boah. Schönes Ding, aber leider vorbei. Nein! Auch das sitzt aber unglücklich. Komm schon. Auch noch Latte. Was ist denn das für ein Scheiß? Ach, das ist doch ein Witz, ey. Das ist doch nicht mal euer Ernst. Und das ist der Ausgleich. Da ist der Ausgleich. Sehr schön. Okay, Freistoß. Das ist was Sinnvolles hier. Nein, Mut bleibt da hängen. Ja. Noch. Sehr schön, da war's. Aber das ist halt genau in die. Ich hasse das. Das steht immer genau davor. Das ist total dumm. Sehr schön. Und das ist das 2 zu 1 von Gustavo Scarpa. Und jetzt müsst ihr das nur noch verteidigen, Leute. Komm schon. Sehr schön. Schön geholt. Yes! Das hat sich ausgezahlt, mit etwas mehr Risiko zu spielen. Also ich würde es doch ein bisschen mal da nach vorne ziehen. Also können wir ein bisschen mehr, also können wir schon auf 70 gehen. Das war ganz gut. Ja. Mal schon ein bisschen riskanter spielen. Das war schön gedreht. Stavros Skapa sehr stark. Ich glaube, der kommt jetzt mal ein bisschen. Der wird jetzt erstmal für Lingard tatsächlich vorne reingehen. Wir klemmen hier oben. Drei Spiele, drei Siege. Wolverhampton, der klebt auch da oben. Krass.
Danilo ist stark. Also, Scarpa wird jetzt erstmal spielen, die nächsten Spiele. Das war nämlich sehr, sehr stark. Traoré braucht, glaube ich, gleich eine Pause. Gespräche müssen wir mal gucken. Hier können wir was machen. Aber sehr gut. Dein Spiel machen wir jetzt noch gegen Tottenham. Boah, natürlich einige Spiele. Dann kommt natürlich Man City. Das wird halt. Olivier Malone. Was ist das hier? Ist ein Stürmer. Irgendwie nichts Gravierendes, aber können wir mitnehmen. Ist in Ordnung. Nehmen wir mit. Tottenham nur auf 12. Oh, krass. Drei Spiele, drei Siege. Die Taktik funktioniert. Ich gehe aber tatsächlich ein bisschen aggressiver. Wir gehen, glaube ich, mehr Risiko tatsächlich. Wir können mehr Risiko spielen. Das war ganz gut. Weil ich das gesehen habe, tatsächlich. Richards kriegt mal eine Pause tatsächlich. Danilo ist ziemlich gut tatsächlich. Ryan Yates. Das wieder Williams mal spielen. Was wir aber jetzt definitiv machen, ich gehe hier hoch auf zumindest mal 70. Also wir können definitiv mehr Risiko hier spielen, auf jeden Fall mal. Cool, die kommt mal rein. Ja, der Win Range war tatsächlich ein guter Transfer, muss ich sagen. Glückwunsch zum ersten Tor in der Liga, Scarpa. Das war stark. Achso, das muss ich gleich noch einstellen. Schön. Ist immer gut, wenn du irgendwas Sinnvolles mal mitgeben kannst. Might. Sehr schön. Das können wir noch machen. Das können wir auf jeden Fall noch machen. Da gehen wir schon tanzen. Kinderwunsch können wir mal melden, übrigens. 160.000, da können wir gleich das Mobilhaus holen. Machen wir wollen würde zum Vermieten. Ich gehe hier in Häuser. Und jetzt machen wir noch Tottenham und das Man City kommt dann im nächsten Spiel. Wir verlieren das heute nicht, Leute. Mal der Punkt ist, wenn wir jetzt hier dranbleiben und sogar wenn City potenziell schlagen könnten, könnten wir dann ein Spielchen um die Meisterschaft. Na. Dann könnten wir hier echt gut vorne mitspielen. Aber ich mag tatsächlich die Taktik, die funktioniert teilweise wirklich gut. Allerdings hast du gerne mal gegen kompakten Gegner halt nicht unbedingt so den Zugriff vorne, weil dir einfach die Leute vorne fehlen. Die laufen teilweise auch nicht so mit, wie sie sollen. Das ist ein bisschen nervig. Ja. No, das seht ihr auch, glaube ich, häufig dann hier, ne? Sieht man hier häufig, aber sieht man ganz gut, dass die dann einfach nicht mitlaufen, dass die Zentralen trotzdem hinten bleiben, einfach überhaupt keinen Vorschuss mitmachen, sondern mit langem Ball einfach auf die Stürmer gehen, was überhaupt gar nicht sein soll, was nicht der Plan ist. Ach so, ich habe es wieder vergessen, das auszustellen. Ja, und das ist sofort die Führung. Zweite Minute, Gustavo Scarpa. Unfassbar, ich habe wieder die Standards nicht eingestellt, aber okay, das macht ja so das Körper, die Freistöße. Einfach wieder schlecht. Rechte Seite sehe ich als ganz großes Problem. Immer noch, also. Aber wir müssen mal mit klarkommen, würde ich sagen, fast schon mal. Ich kriege da kein nichts Besseres. Sehr schön, da wir haben Keller oder was?
Na, come on, der ist doch kein Freistoß. Komm schon. Unnötig. Der kriegt sogar eine gelbe Karte dort dafür. Was ist das denn für ein Schiri, bitte? Sehr schön geholt. Na, das ist abseits. Nein. Ach, Junge. Warte doch mit dem Pass, das wäre gar nichts. Ja, komm, das ist zum Glück aber auch gelb. Für Harry Kane. Stimmt, hier noch bei Tottenham. Ja, jetzt ja bei Bayern. Sehr gut, stark. Sehr schön, Tore. Williams, oh, das ist. Okay. Okay, der geht jetzt. Ich wechsle ihn sofort aus. Das ist raus. Nein, das war's. Ich hole definitiv einen Rechtsverteidiger. Ich habe keine Lust mehr auf die zwei Pfeifen. Das ist beides gar nichts. Die können. Das ist beides einfach nichts. Ja, verursacht hier einen sinnlosen Elfmeter. Der kommt sofort runter. Das ist sofort, da reagiere ich direkt. Wenn man so dämlich einen Elfmeter verursacht, da gehst du runter. Ja, komm. Ja, das ist einfach schlecht, Gustavo Scarpa. Da muss er den Ball aber auch mal tragen. Das ist halt. Ja, Aurea besser. Oder hole ich einen Rechtsverteidiger? Der andere ist gar nichts. Das ist. Da müssen wir nochmal tätig werden, das sehe ich ganz klar. Das sind zu viel, die rechte Seite ist wirklich eine große Schwäche. Links, naja. Boah. Boah. Wobei ein Unentschieden hier gegen Tottenham ist in Ordnung, aber ich sehe tatsächlich sehr schlecht. Das war unnötig. Übermotiviert. Ah, bleibt da hängen. Also eigentlich ist jetzt tatsächlich die Abwehr sehr weit hinten, ehrlicherweise, für die Einstellung. Die ist weiter hinten, als eigentlich Einstellung sein soll. So weit hinten sollen die gar nicht stehen, eigentlich. Ah, schlecht. Also die Abwehrlinie ist. Oh, was ist das denn, bitte? Junge, was ist das bitte dort hinten? Das ist gar nichts. Die stehen aber auch wesentlich weiter hinten, als sie sollen. Ja, gebt euch das mal, wie weit hinten die stehen. Das ist irgendwas wieder falsch geladen. Das sehe ich ja schon. Das lade ich, glaube ich, nochmal tatsächlich, das Spiel. Das machen wir nochmal. Guckt euch mal an, wo die stehen. So tief habe ich die nicht eingestellt. Bei bestem Willen. Ich habe die so tief nicht eingestellt. Also eigentlich sollten die nicht so tief stehen. Und der steht da in der Fünferlinie quasi. Das ist überhaupt nicht so, wie die Taktik eingestellt ist. So überhaupt nicht. So tief sollen die gar nicht stehen. Das ist total komisch. Irgendwas ist da faul. Also das sehe ich ja schon. Ach ja. Philippe mal rein. Vorne passiert nicht viel. Aber das liegt daran, dass die tiefer steht, als es eingestellt ist tatsächlich. Da ist wieder irgendein Fehler, glaube ich, tatsächlich wieder mal. Der berechnet manche Sachen falsch. Das sieht man hier teilweise ganz gut. Ja, komm, das ist doch. Der Schiri ist auch irgendwie. Das ist nix. Aure. Sehr schön geholt. So, jetzt wildschätzt du mich bis weiter vorne. Und jetzt sind die nicht ganz so weit hinten. Boah, sitzen da gegen Thun. Alter, wir werden hier komplett zerstört. Wir werden komplett zerstört. Das ist aber auch eine miese Leistung hier. Ja, gut, das ist Tottenham, ne? Tottenham ist schon stark. Aber irgendwas hat er hier auch nicht richtig reingeladen, tatsächlich in der ersten. Die steht auch wieder. Jetzt stehen sie nicht mehr ganz so tief wie vorhin. Ja, und deswegen gehe ich davon aus, das ist hier ein Bug gewesen tatsächlich, weil der hat die Taktik nicht richtig reingeladen. Das passiert manchmal. Und dann stehen die anders, als es eigentlich sollen. Das ist halt. Na, auch eigentlich relativ. Man könnte die Abwehr ein bisschen weiter vorne positionieren. Na, abseits. Schlecht. Na, sehr gut geholt. Wobei vielleicht auch zu riskant, ich weiß es jetzt nicht. Ja, 3-2. Nice. Sehr schön. Ja, komm ran. Hast du hier immer drei Tore kassieren? Ist natürlich schon eine Sache. Oh, der Ausgleich! Wild! Was ist das denn für ein wildes Spiel? Und jetzt stehen die nämlich anders. Weil die jetzt nämlich anders stehen. Die standen hinten.
Habt ihr eben gesehen, die standen teilweise auf einer Fünferlinie und der war auch weiter hinten, als das sollte, der Defensivmittelfeldler. Der hat irgendwas nicht richtig gestimmt von der Ausstellung, von der Taktik. Na? Also beim akzeptablen Ergebnis lasse ich das so, ansonsten lade ich das nochmal, weil bei der ersten Halbzeit irgendwas definitiv dort nicht gestimmt hat. Das siehst du jetzt auch, wie die jetzt hier stehen tatsächlich. Der geht auch ein bisschen weiter vor. Und deswegen konnten die halt auch dann die Tore schießen. Na, aber auch der defensive Mittelfeldler da plötzlich in der Linie stand, wo er gar nicht stehen sollte. Das hat ganz, ganz falsch aus. Die sehen jetzt auch. Olbiak. Ah, schlecht dort. Ja. Sehr gut. Horea endlich mal mit einer guten Aktion. Na was? Skapa. Sehr gut. Na. Ich überlege, ob ich jetzt tatsächlich nochmal anstatt Skapa Lingard hole, tatsächlich für die letzten Minuten. Ja, mal gucken, ob Lingard noch was reißen kann. Und jetzt stehen die nämlich ganz anders und nicht so komisch auf der Linie wie eben. Das sah ganz, ganz komisch aus, tatsächlich. Boah, Glück gehabt. Ja, okay. Okay. Ja, und jetzt hat er die Taktik nämlich. Jetzt sieht es ganz, ganz anders aus, tatsächlich. Komm, und es ist 5-3. Was zur Hölle? Was ist das für ein wildes Spiel, Leute? Und deswegen meine ich, in der ersten Halbzeit war irgendein Bug drin. Was war das bitte für ein wildes Spiel? Das war mal ganz wild, aber das ist der nächste Sieg. Die Taktik funktioniert. Und das habt ihr gesehen, dann ist nämlich. Ja, ihr habt aber gesehen, was ich meinte. In der ersten Halbzeit hat die Engine hier die Taktik nicht richtig reingeladen. Ja, die stand nämlich wesentlich tiefer. Die hat die Abwehrreihe wesentlich tiefer genommen, als sie eigentlich ist. Also als sie eingestellt ist. Ja, das hat man gesehen, weil die eigentlich fast schon im Strafraum standen, quasi mit dem Defensivmittelfeldler auf einer Linie. Aber das war jetzt ein ganz wildes Spiel. Ganz wild. Ganz wilde Geschichte. Ja. Das war aber was. Das war richtig wild. Harry Kane. Das hat der Stürmer 88 Strafraumstürmer, ne? Harry Kane. 85,8 Millionen, ja. 20 Millionen Gehalt. Alter. Aber Teamplayer, professionell, ne, ehrgeizig und Nervenschalt, das ist natürlich schon einer. Ne? Den kannst du vorne echt mit reinnehmen. Das ist schon nicht schlecht. Skaba macht sein Tor. Okay, Lingard, paar Minuten gespielt, Philippe und Aurea. Das ist. Ich bin jetzt ehrlich, wir holen gleich einen Rechtsverteidiger. Ich habe die Nase voll von diesen beiden. Die sind beide nicht gut, leider. Die sind beide überhaupt nicht gut. Sowohl Nico Williams als auch Dingens. Ludi ist, naja, der Sommer Richards aber besser. Und wir führen, weil Man City verloren hat. Gegen wen? Gegen wen hat Man City verloren? Gegen Crystal Palace. Gegen Crystal Palace. Chelsea an uns dran. Das ist wild, aber die Taktik ist echt gut. Die Taktik ist richtig gut. Holy. Traoré Dingens, ja, okay. Also Kiaute bleibt jetzt hier oder wie der heißt, ich kann den jetzt nicht merken hier. Kouyaté bleibt auf jeden Fall drin. Und wir kümmern uns nochmal um den Rechtsverteidiger. Das ist gar nichts. Also das ist gar nichts. Die sind beide gar nichts. Die sind beide wirklich nicht gut. So, erstmal haben wir noch ein Angebot 77.000. Das ist sehr gut. In 2 Jahren ist völlig in Ordnung. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr raus. Jawohl, das ist sehr gut. Nehmen wir mit. Jetzt nochmal, wir gucken wirklich jetzt nochmal wegen Rechtsverteidiger. Ich habe die Nase echt voll. Also, nur beste Position. Wie gesagt, das Beste ist Bowser, okay? Von Borussia Dortmund ist auch ein Dribbler, der ist recht schnell. Wirklich gut, allerdings, der ist zu teuer. Das Problem ist, wir haben nicht mehr so viel Geld. Also, nicht mehr so viel Budget. Geht lange Wege. Ist irgendwas Defensiveres fleißig. Ich hasse es. Ich bin eher offensiv. Das bringt keinem irgendwas.
Aber ich muss auch ein bisschen auf die Sprache noch achten. Dribbler oder einer. Weil der muss schon hält die Linie rechts. Baut das Spiel auf. Okay, der ist gar nicht so schlecht, aber das Problem ist hier ein bisschen sprachlich. Problem ist aber, der ist verletzungsanfällig. Das ist. Der ist defensiv recht gut. Weiß ich. War ein ganz guter Antritt, aber nicht so schnell. Das ist alles nix. Das ist halt alles nix. Du kriegst halt nix. Das ist alles nix. Minuti. Felix Agu, aber der ist halt auch ziemlich schlecht in den Nahkampf, im Zweikampf, aber ja, auch zu teuer. Dribbler geht lange Wege. Was hilft mir das? Baut das Spiel auf. Fleißig. Hätte ihn recht. Distanzschütze. Junge, warum gibt's hier nur Mist? Nacho Vidal. Ja, gar nicht. Was ist das? Kaderabek. Einer mit Bowser. Boah, gibt's ja gar nichts im Rechtsverteidiger. Das ist ja komplette Katastrophe. Das ist ja richtig schlimm. Ja, das ist richtig schlimm tatsächlich. Das ist gerade echt ein Problem. Also, ich mach mal eine beste Position raus. Will aber eigentlich einen, der eher defensiv oder der Bälle gewinnt. Eigentlich eher davon was, wenn es überhaupt davon was gibt, und davon gibt es nichts, und das ist ein Problem. Weiß ich, geht lange Wege. Da müssen wir mit den beiden leider klarkommen. Ich will aber unbedingt eigentlich Rechtsverteidigung, aber ich sehe keinen, das ist das Problem. Okay, auch nichts viel Besseres für das dann von Eikmar, aber der ist nix. Das ist genauso nichts. Mata. Clinton Mata, okay, baut das Spiel auf, das ist auch nichts. Der ist immerhin halbwegs schnell. Wie Karagraf, ja, aber Sprachproblem, Deutsch. Und der ist einfach zu langsam, das ist klar. Okay, das wird nichts. Ich finde wirklich keinen Rechtsverteidiger. Wir finden keinen. Das ist ziemlich ärgerlich. Weil die sind beide wirklich leider nicht gut. Das ist das Problem. Das ist nämlich jetzt gerade die Sache so ein bisschen. Die sind nämlich beide leider nicht gut. Dann dauert es noch, bis das fertig ist. Das dauert 11 Tage noch perfekt. Dann haben wir nämlich unsere drei Gruppen. Dann geht es richtig rund. Dann will ich aber auch nicht weiter groß was investieren, weil wir haben nicht viel Baukosten mehr. Also da gucke ich dann nochmal, ob ich noch eine Investition tätige. Den Jungspieler bekommen. Das Daniel Sven Ulreich. Bayern bietet uns Sven Ulreich an. Junge, was zum Geil. Wir haben Navas, danke. Wir haben Keylor Navas. Wir brauchen keinen Sven Ulreich. Let's go Rossi. Auch nichts Gutes, ey. Wir kriegen nicht mal irgendwas Sinnvolles angeboten. Bietet uns doch mal einen guten Rechtsverteidiger an hier, kommt schon. Forsberg wechselt. Kenny Tete. Okay. Marquinhos haben die sich geholt, die Bayern. Adam Armstrong, okay. Tja. Erling Haaland. Das ist der teuerste Spieler der Liga, das ist ein Stürmer ist. Oh, Strafe um Stürmer, Erling Haaland. Das ist jetzt schon die 1% auf alle Mitspieler, heftig. Nervt ja Sprache schon die professionellen. Ne? Krass. Einfach krasser Mann. Der wird gleich saugefährlich, glaube ich. Burkhard Xhaka. No. Rechts außen. No. Jude Bellingham. Zentraler. Dribbler, okay, ja, wäre natürlich was. Phone. Stürmer, Dribbler, Mo Salah. Rodri, Defensivmittelfeldler, Distanzschütze. Okay. Als Defensivmittelfeldler, ja gut, wenn er mitgehen soll, das würde nichts bringen. Ruben Dias baut das Spiel auf. Ja, sowas wäre doch was. Odegaard, Martin Odegaard. 23, Offensivmittelfeld, der Spielmacher. Harry Kane.
Bernardo Silva, du hast keine Ahnung, jetzt ein Spielmacher. Enzo Fernandes. Ederson. Natürlich auch interessant, ne? 29. Schon mal Felix in der Spitze, Kevin de Bruyne. Ja, so ein Reece James, das wäre doch was. Das wäre doch was. Das wäre doch was. Ein Reece James als Rechtsverteidiger, das wäre doch mal was hier. Ah. Mit dem Bräune. Ja, mit City wird natürlich gleich eine Sache, ne? Erling Haaland. Gesamtsumme 148 Mille, was? Ach so, weil da einige mehr noch gekommen sind, da, ne? Der wird so, wenn du Mensch. Und die haben 14 neue Spieler geholt. Chelsea, 510 Mille, 11 Spieler, als Hernandez. Ach ja. Man City hat 160 ausgegeben, Erling Haaland. Das teuerste. Ja. Sonst in Bayern auch nicht so viel mehr. Ja. Irgendwer, der eine gute Leistung gebracht hat, Nico Williams, gegen Wales, gegen Polen, in meinem Ender 3-0, das ist doch was. Ja. Remo Freuler, das war ja komplett gar nichts. 4-5, ja, der ist auch nicht super, ne? Brandon Johnson, Dribbler rechts außen. Hat nicht mal das Tor gemacht. Ich wollte eine Vorlage oder so. Ja. Aber okay. Die für Fanartikel müssen wir gleich mal uns angucken. Hans Hermann, Toganer, jawohl. Spieler, Oliver Wallone, 25.000, 43er Stürmer. Okay, 7-10 ist gar nicht mal so schlecht. Strafraumstürmer. Boah, gar nicht so schlecht. Nichts Überragendes, aber. So, dann machen wir jetzt hier auf jeden Fall noch mal ein paar. Ich auch der Dino sammelt, der muss körperlich ein bisschen robuster werden. Das muss einem offensiv ausgerichteten Team, ne? Ja, okay, aber gut, im Moment ist er das sogar tatsächlich, weil der dort der bessere ist. Gaba. Muss mal so. Traoré, einfach gut. Das war ein guter Transfer. Jesse Lingard. Matip Boni. Können wir noch was sagen? Auf jeden Fall gut. Ich hier nochmal tatsächlich mal endlich die Aufgaben mal sortieren. So. Führungsqualität für die, okay, da hast du Nakate, der kann das auch übernehmen, das ist kein Problem. Elfmeter, Gustavo Scarpa, so gut, das passt so. Elfmeterschießen, das passt dann eigentlich auch. Das können wir mal hier sortieren. Freistoß aufs Tor, ja, okay, das ist, macht Scarpa oder Danilo, ne? Ja. Machen wir es mal so. Ecken macht Scarpa. Nimmst wide, okay.
Das ist schlecht. Sehr, machen wir es so. Die Bulli geht jetzt in die Reserve. Aktuelles Körper gesetzt. Na, ganz klar. So, gehen wir weiter bis zum Spiel noch bis Man City. Aber das machen wir nächstes Mal im nächsten Teil, in der nächsten Folge. So. Hin, Kenner halbwegs gut. Nico Williams war mit der guten Leistung. Trainingsplätze sind fertig, perfekt. Ich überlege, ob wir jetzt noch was investieren tatsächlich. Könnte das Schulungszentrum auf jeden Fall mal ausbauen, das sehe ich ganz klar. Arthur ist wieder fit. Schön. Oh, wir haben hier auf jeden Fall Banden. Das ist nicht gerade viel, aber das ist noch in Ordnung für 2 Jahre. Ist in Ordnung. Was machen wir gleich? Was wollte ich jetzt? Verdammt. Irgendwas wollte ich jetzt. Ich habe was. Ach so. Richards wird ja wieder gleich von Anfang an spielen, das ist klar. Ach, ins Training wollte ich. Die Trainingsgruppen wollte ich jetzt einstellen. Jetzt haben wir nämlich 3 Gruppen. Dann haben wir nämlich Stürmer, Abwehr, Mittelfeld. Perfekt. Sehr schön. Noch. Problemmann und Technik und so weiter. Na, perfekt. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Haben wir das nämlich endlich auch. Jetzt können wir auf 3 Gruppen trainieren. Das ist sehr gut. 936. Da bin ich mal gespannt, wie heftig wir da zerstört werden. Das wird. Ach so, Fanartikel. Okay, da müssen wir auch noch gucken. Fanartikel müssen wir noch gucken. Ich werde auch nicht angezeigt. Das finde ich jetzt schade. Merchandising. Lass mal bitte rein. Wir haben aktuell noch Platz für Fanartikel. Was haben wir? Autoaufkleber. Jawohl, natürlich. Vereinsmagazin können wir auf jeden Fall wickeln. Das ist wichtig. Das sind immer gute Sachen. Es gab heute gut dabei. Jesse Lingard. Okay, der ist auch schon 29, der Lingard. Scarpa ist aber auch okay, quasi das Alter. Okay, dann haben wir es. Ich kann Gibbs White halt nichts Sinnvolles sagen. Das ist halt das Problem. Remo Freuler auch nicht. Okay, dem sage ich wenigstens mal das hier. Taylor Aviomi, wobei der sich auch halt nicht traurig ist. Gut, der Aviomi ist halt auch nicht wirklich gut. Tatsächlich, Jesse Lingard ist stärker. Das ist sehr gut. Aber ich lasse tatsächlich Scarpa, glaube ich, spielen. Würde ich fast sagen, oder? Ja, die sind beide relativ frisch. Das ist eigentlich ganz gut, würde ich fast sagen. Ryan Yates und Danilo und so weiter. Das ist eigentlich ganz gut. Wenn man mal Gibbs White auch auf offensiv vorne mal stellen könnte, das muss man dann mal gucken. Aber das sieht ganz gut aus. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Sehr schön. Aber aktuell sind wir richtig gut dabei. 4 Spiele, 4 Siege. Ich habe hier eine Tante geschaffen, die ist echt gut. Die ist wirklich, wirklich gut. Rückseite mache ich auch noch hinterher. So, und dann verabschiede ich mich. Liebe Leute, das nächste Mal geht es gegen Manchester City. Da bin ich mal gespannt, ob wir deren Niederlagenserie um 1 erhöhen. Mal schauen, ob wir weiter hier vorne bleiben können. Das ist echt stark. Auch die Tordifferenz mit 12 ist recht gut.
Also bin ich gespannt, wie das weitergeht mit dieser Taktik. Seid auch gespannt, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.